Der Hauptsitz des Unternehmens liegt im nordrhein-westfälischen Bahntrop. Hier sind Produktion, Verwaltung und nicht zuletzt das Herz des Unternehmens, die Entwicklung, konzentriert. 2022 ist für KIB ein besonderes Jahr. Wir feiern unser 50-jähriges Jubiläum. Angefangen hat alles mit Kupplungen und Bremsen. KIB wurde 1972 von Karl E. Brinkmann gegründet. Die tatsächliche Drehzahl vom eingestellten Wert. Zu der Zeit basierte die Produktion auf Brems- und Kupplungssystemen für die Industrie. 1972 hat mein Vater das Unternehmen zusammen mit 6 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen gegründet. Zu dem Zeitpunkt hat sicherlich niemand daran gedacht oder auch daran geglaubt, dass daraus einmal ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier am Standort und 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit entstehen würde. KIB hat sich immer den Anforderungen des Marktes gestellt. Wir sind der Überzeugung, dass gute Produkte wichtig für unsere Kunden sind. 50 Jahre sind eine lange Zeit. Die Arbeitswelt hat sich grundlegend gewandelt. Wenn man sich anschaut, was es 1972 nicht gab, kann man sich vorstellen, wie sehr sich das gewandelt hat. Es hat zum Beispiel kein Faxgerät gegeben. Es gab kein Internet, kein Personal Computer. Konstruiert wurde am Reißbrett, wurde dort ein Fehler gemacht, musste die Zeichnung komplett neu gemacht werden. Um Kunden zu adressieren, gab es keine Suchmaschinen. Es gab Literatur wie Wer liefert was? Auch die maschinelle Ausrüstung im Betrieb war sehr übersichtlich. Zu Anfang hatten wir eine Balkensäge, eine manuelle Drehbank, eine Nietmaschine, eine Wickelmaschine, eine Ständerbohrmaschine. Ausgegossen wurde aus Pappbechern und ausgehärtet in einem Küchenbackofen. Im ersten Jahr wurden hauptsächlich Prototypen hergestellt. Kleinste Serien. Und genau das war auch die große Herausforderung im Jahr der Gründung, nämlich dieses erste Jahr überhaupt zu überstehen. War die maschinelle Ausstattung, mit der das Unternehmen gestartet ist, auch sehr übersichtlich, so hat sich daraus doch ein Unternehmen modernsten Standards entwickelt. Die Anforderungen an unsere Produkte haben sich im Laufe der Zeit gewandelt. Waren Kupplungs-Brems-Kombinationen in den 70er und 80er Jahren noch ein bedeutender Teil unserer Produktpalette, so sind diese Produkte mittlerweile komplett verschwunden und durch Servosysteme in den Anwendungen ersetzt worden. Waren Bremsen in der Vergangenheit Arbeitsmaschinen, die dafür gesorgt haben, dass Antriebe zum Stehen kommen mussten, so sind die Anforderungen in Richtung Haltebremsen, Sicherheitsbremsen gewandelt. Hohe Verschleißreserven sind eher nicht mehr vonnöten, dafür hohe Drehmomente auf kleinstem Bauraum. Kupplungen und Bremsen waren und sind ein wichtiger Bestandteil der Antriebstechnik und auch der Automatisierungstechnik. Die Anforderungen haben sich gewandelt. Wir werden unsere Produkte darauf anpassen. Wir haben unsere Produkte bereits darauf angepasst. Und sie werden weiterhin ein wichtiges Standbein unseres Unternehmens sein. Dank unserer Mitarbeiter waren wir immer innovativ und wollen es auch in Zukunft sein. Die Produkte, die entstanden sind, sind alle bei uns entwickelt worden, worauf wir stolz sein können. Das trifft sowohl für Kupplungen und Bremsen als auch für Getriebemotoren, Frequenzumrichter, Servosysteme und auch neu Mensch-Maschine-Interface, IIoT und digitale Dienste zu. Wir werden weitermachen, wir werden daran arbeiten und wünschen uns innovative, gute Produkte für unsere Kunden und sichere, gute Arbeitsplätze für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.